Hallo, hier ist wieder euer Reed aus den Tiefen des Traums des Jägers. Wir machen uns weiter, um Janem zu erkunden. Und mal sehen, ob wir fündig werden. Wunderbar. Kann man es noch anschleichen? Bestimmt, oder? Los. Ha! Ein weniger. Das nenne ich mal einen guten Start. Noch ein weniger. Ein weiteren. Na, das klappt ja wie am Schnürchen. Au! Schön ist, wenn man die Gegner hier auch totschlägt und während die runterfallen, man weiter angreift, naja, beziehungsweise zu Boden fallen, dann kann man noch Leben zurückgewinnen. Das sollte man eigentlich nutzen, finde ich. Und der nächste. So, jetzt gehen wir nochmal den Werwolf Hallo sagen. Sind die? Okay. Okay. Was macht ihr da? Au! Gleich haben wir ihn. Ein weniger. Na los. Bis dann. Ha. Blutfiolen. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können einen rein optionalen Boss erledigen. Oder wir gehen zuvor nochmal in die Kanalisation, was ich eigentlich präferieren würde. Wunderbar, die hätten wir auch erledigt. Wow. Ich finde, anfangs muss man sich auch immer wieder so ein bisschen warm jagen, damit man ins Spielgeschehen reinkommt. Und der nächste. Gut. Hier gibt es einen kleinen Geheimgang.
Und wir haben es mit einem wenig mutierteren Bewohner zu tun. So. Die aber auch Blutfiolen hinterlassen. Wunderbar. Einmal Kaltblutau. Oh, die kann man abschlagen. Also mit der Kette ist es eigentlich relativ easy, wegen der Reichweite. Sollte man unbedingt tun. Soweit ich nämlich weiß, befindet sich unten dann eine weitere Gratiswaffe für den Jäger. Es war auf jeden Fall ein Speer. Ich glaube, das war doch ein Speer, aber der Gewehrspeer war es. Ich glaube. War es der Gewehrspeer? Ich glaube, der war es noch nicht. Na, wir werden noch sehen. Und hier treffen wir die gute Eileen. Oh, ein Jäger, nicht wahr? Und nicht von hier. Scheint so. Was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für den neuen Jäger. Yay, Zeichen eines starken Jägers. Diese guten Items kann man verwenden, um sich ja wieder an Traum des Jägers zu... Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Okay. Die kann man unter anderem dafür nutzen, dass man neu erwacht, ohne Blutechos zu verlieren. Was ich recht nice finde. Ihr seid noch immer hier? Yep. Was ist los? Ein Jäger, der sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Nicht wirklich. Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Ah. Persönliche. Wir haben eine neue Geste gelernt. Ich versuche ständig mit der X-Taste irgendwie zu rennen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Gut, scheinbar sind wir aufgeflogen. Wunderbar. Vielleicht können wir den Hinterrücks erledigen. Ja! Bis dann. Nummer 1. Meins. Blutfiolen, yay. Hier warst du. Ist ja gut. Den haben wir damit auch erledigt. Die brauchst du nicht mehr. Ah, da haben wir noch was. Kaltbluttau. Wir könnten jetzt eigentlich runtergehen und uns die extra Items für die, von den Ratten holen. Aber ich halte es für taktisch klüger, erstmal da unten ein Durchgang ist, wie wir hier wieder hochkommen, die oberen Gegner zu erledigen, weil die unter anderem Schusswaffen haben. Und das könnte übel enden. Das war's.
zwei leckere... Oh. Ja, genau. Das Verbeugen niemals vergessen. Quecksilberkugeln. Yay. Yeah. Noch mehr Quecksilberkugeln. Kaltbluttau. So, das hätten wir damit erledigt. Ich denke, da können wir uns einmal fallen lassen. Links oder rechts? Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit rechts. Ich glaube auch auf der rechten Seite war die Waffe. Okay. Ja, so kann man natürlich auch Gegner loswerden. Sägespeer. Boah. Und die nächsten beiden. Welche Waffe haben wir denn bekommen? Sägespeer, eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die hauptsächlich von jenen verwendet wird, die sich der Jagd verschrieben haben. Diese Säge fügt Bestien blutenden Wunden zu und verwandelt sich zum Speer mittlerer Reichweite. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen wurde zum Symbol der Jagd und wird zunehmend effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. Hat eine nette Reichweite. Greift aber auch schnell an, finde ich. Boah! Das war knapp. Das hätte sehr böse enden können. Da sieht man mal wieder, dass das Spiel einem nichts verzeiht. Was stand da? Wundersame Einsicht. Darum habe ich eine Audienz mitbekommen. Yep. So ist es nämlich. Die Puppe, die wir entdeckt haben, im Traum des Jägers, wenn wir einen Einsichtspunkt haben, wird diese lebendig und wir können dort uns leveln mit den Blutechos. Und ich dachte, vor dem ersten Boss wäre das ganz nett. Also ich finde die jetzt nicht sonderlich schwer. Aber wie es eben bei dem Spiel auch ist, es kann auch mal doof laufen. Einmal nach oben. Wie man sieht, wir sind schon richtig blutverschmiert. Einfach nur herrlich. Muss aber auch anmerken, ist eine schöne Kanalisation, also wirklich. Au. Zwei weniger. Da hat sich einer verschafft. Wunderbar. Die Dinger haben aber auch echt herrliche Ticks, ne? Wirklich herrlich. Ah! Wer sucht, der findet. Zwei Öluhren. Nein! Hopp, 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 hopp. Nein, hier scheint sich jemand ohne weitere Ausrüstung rumzuwagen. Jetzt schäme ich mich ein wenig dafür. Eine Blutsteinscherbe. Danke, danke.
Können wir gut gebrauchen, ne? Einmal nach oben. Sag mal, wie kommt man da eigentlich hin? War ich da schon mal? Ich bin mir gerade relativ unsicher. Weniger. Der nächste. So. Wissen des Verrückten. Oder der Verrückten. Ah. Hallo? Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Natürlich. Hast du noch was zu reden? Nein. Oh. Habe dich. Bis dann. Ich denke, das brauchst du nicht mehr. Wunderbar, einmal upstairs. Ah! Wo sind wir? Eine weitere Abkürzung frei. Yep, wir sind wieder auf diesem Brunnenplatz. Boah, woher kam das? Gut. Na, das sieht ja sehr rustikal aus. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht. Aber ich kenne den Geruch. Seid ihr ein Jäger? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein und habe Angst. Ach Mensch, wir finden deine Mutti. Wirklich? Ach danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Sie erkennt man sofort. Oh. Das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Eine kleine Spieluhr hat. Von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Und Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Diese kleine Spieluhr hat ein nettes kleines Feature. Für den ersten, sag ich mal, Hauptboss, den wir storyrelevant sowieso erledigen müssten. Ne? Weil wie das Mädchen sagte, der Papi erinnert sich dann wieder. Und die Melodie, die man oben gehört hat, die wird auch in der Spieluhr abgespielt. Und diese Melodie werden wir später auch noch öfters finden. Also kann es wahrscheinlich irgendeine Komposition aus Yharnam sein. Okay, okay. Lasst euch nicht irritieren. Oh, ich liebe meine Peitsche. Na dann.
Und du. Wow. Ist ja gut, ist gut. Ha! Einmal bitte Blutviole und Blutviole. Hier haben wir nichts Sonderbares mehr zu finden. Die Dinger hauen aber auch drauf. So, jetzt ist aber auch gut. Oh. Ein weniger. Und noch ein weniger. Was Besseres kann uns gar nicht widerfahren. Da oben sind wieder zwei Raben. Und da unten sind drei dieser... Ach, hier ist noch einer. Au! Kameraproblem. Nice ist es auch, wenn Gegner auf dem Boden liegen, wie diese Dinger, die dann so lebendig werden. Aber ich glaube, das ist auch die einzige Stelle. Ich kann mich jetzt nicht gerade entsinnen, wo es noch anders ist. Dann kann man die dennoch anvisieren. Dann findet man recht schnell raus, ob es eine Falle sein könnte. Das ist so der Jägerinstinkt. Darum kann man die anvisieren. Einen haben wir. Noch ein. Und ein weiterer. So, kommen wir zu euch beiden Plätzen. Sehr schön. Sehr gut war das. Sowas lobe ich dir. Au! Ich bin viel zu unvorsichtig. Ich würde euch nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil ihr seht, da drüben ist ein Warzenschwein und ihr könnt mir glauben, das ist nicht sonderlich begeistert, wenn ihr in die Augen blickt. Es wird euch im wahrsten Sinne des Wortes wegkatapultieren und überrennen. Aber da gibt es auch einen kleinen Trick. So, hierauf habe ich gewartet. Damit haben wir nun eine ziemlich gute Abkürzung freigeschaltet. Und siehe da, zack. Wir sind kurz vor dem Haus, wo der Opa im Rollstuhl drin saß. Aber wir begeben uns zunächst nochmal runter. Und zwar gibt es hier noch ein nettes, was nettes kleines. Tja, ihr solltet wahrscheinlich nicht mit denen auf der Gruppe kämpfen, weil ihr seht, die sind da drüben. Haben die eine nette Überraschung. Ein. Was machst du denn da? Ein weiterer. Wunderbar. Auch der hat uns auch was Nettes hinterlassen. Eine Blutviole. Danke, danke. Ach, da drüben haben wir wieder so einen Gigant, ne? Ha! Und weg!
Das wär's. Boah. Das war ärgerlich. Aber den Blutfiode haben wir ja wieder. Ein weiterer